Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Ich bin die Sarah von Scharf Production und in dieser Folge werde ich eine Gutscheinbox basteln, die eigentlich auch passend zum Valentinstag gewesen wäre, aber ich habe sie extra nicht zu dieser Zeit gepostet, denn ich finde, jeder Tag ist Valentinstag. Warum nicht auch einfach mal zwischendurch oder einfach so ganz ohne Grund seinem Partner, seiner Partnerin etwas Schönes schenken, beziehungsweise einfach nur die Zeit schenken. In diesem Falle zeige ich aber mal, wie man eine schöne Gutscheinbox basteln kann und werde dafür auch gleich 3 Gutscheine reinlegen, die wiederum etwas mit geschenkter Zeit zu tun haben. Das Stempelmotiv, was hier natürlich richtig ins Auge fällt, das sind die Flirtlippen, auch extra abgestempelt in einem knalligen Rot. Und das Ganze mache ich auf einer Geschenkschachtel, die ich hier auch komplett selbst kreiere. Dafür verwende ich Heidis Kissenbox Maker MOF, denn mit dieser Schablone kann ich mir hier so eine Box ganz einfach selber machen. Da kannst du dir jedes Papier, was du möchtest, einfach nehmen und dementsprechend ausschneiden und weiter bearbeiten sozusagen. Ich mache es hier immer so, dass ich die Box erstmal ausschneide und falze, dann aber noch nicht weiter bearbeite, also nicht knicke oder zusammenklebe, sondern ich bestempel sie erstmal. So hat man quasi ein gerade aufliegendes Blatt Papier und kann dieses dann ganz in Ruhe gestalten. Stempelhilfe Olaf ist mir hier übrigens der perfekte Helfer, denn so kann ich wirklich schauen, auch wenn die ganze Box mit den Lippen vollgestempelt ist, aber dass diese auch gut positioniert sind und am Ende dann gut passen. Ich habe zum Beispiel hier den Teil, wo die Lippen eingezogen sind, quasi mit den Zähnen so eingeklemmt sind, extra so um den Schriftzug gemacht und so kannst du dir da einfach immer die passende Position aussuchen. Aber wie ich ja schon am Anfang des Videos gesagt habe, möchte ich hier auch die Schachtel füllen und habe mir dafür ein paar Kleinigkeiten einfallen lassen und zwar kleine Gutscheine, denn es ist ja eine Gutscheinbox. Und dazu habe ich hier einfach auch das gleiche Papier genommen und mir 3 Kreise ausgestanzt. Du kannst sie natürlich genauso gut auch ausschneiden, aber ich bin etwas faul gewesen und habe sie einfach ausgestanzt. Nun werde ich hier jeden Kreis mit einem Gutschein versehen und zwar sind das Gutscheine, wo ich meine Zeit und etwas dazu verschenke. Dazu gibt es zum Beispiel 30 Minuten Kuscheln, dann gibt es nochmal 30 Minuten ein blubberndes Schaumbad oder eine 30 Minuten Massage. Und wie gesagt, das ist etwas, was man auch einfach so zwischendurch mal schenken kann. Und das kann man natürlich auch seiner besten Freundin zum Beispiel schenken, indem man einfach die Gutscheine mit anderen Themen anpasst. Vielleicht einfach mal einen Kaffee trinken gehen, einen kleinen Spaziergang machen oder auch eine Pyjama-Party. Was auch immer dir einfällt. Das ist ja zum Glück alles ganz individuell anpassbar. Als kleines Gimmick, vielleicht hast du es gerade schon mitbekommen, habe ich hier auf der Box noch etwas mit Transferfolie gearbeitet. Da habe ich mittels des Sakura Quickie Glue ein paar Herzen drauf gemalt und dann mit glänzender roter Transferfolie überzogen. Und jetzt, wo die Box fertig ist, kann ich sie auch zusammensetzen. Dafür habe ich einfach unten die Lasche umgeknickt, etwas Kleber drauf gegeben und kann nun anschließend die Box einfach zusammenfalten und zusammenkleben und die Seitenteile einknicken. Dafür sind die gefalzten Linien natürlich super praktisch, denn da brauchst du das Papier nur anhand dessen umfalten. Zum Schluss noch die Gutscheine rein und tada, fertig ist so eine kleine Gutscheinbox. Ich bin super gespannt, wie dir dieses Projekt gefällt. Erzähl mir das super gerne in den Kommentaren. Und am Ende verlinke ich dir nochmal ein Video, da habe ich ebenfalls mit Heidis Kissenbox Maker gebastelt. Aber das Ergebnis schaut doch etwas anders aus.